Dominik Pelivan sorgte mit seinem Treffer unter der Woche in Eilenburg für den CFC-Auswärtssieg. Heute soll gegen Optik Rathenow gleich der nächste Dreier folgen im Stadion an der Gellertstraße. Und der CFC legte los wie die Feuerwehr. Sechste Minute. Brückmann mit dem Kopfball an den Querbalken. Die erste dicke Chance der Partie. Klasse freigespielt. Brückmann kommt dann natürlich auch viel zu frei zum Kopfball. Und dann scheppert es einmal, nur nicht im Tor. Rathenow direkt im Gegenzug. Ein Freistoß von Jerome Leroy. Der Kapitän prüft Isar Doğan. Aber im Nachfassen keine Probleme für den Chemnitzer Torwart, der den immer noch verletzten Jakub Jakubow weiterhin vertritt. Dennoch guter Auftakt auch für das Team von Ingo Kalisch. Er sagt ja, solche Spiele wie hier in Chemnitz, die machen die Regionalliga für Optik zur Champions League. Knappe halbe Stunde gespielt, Rathenow weiter mit viel Platz für Jonathan Muyomo. Der sieht den mitgelaufenen Kufur und dann kommt letztendlich Sejdovic an den Ball. Aber auch das keine wirkliche Gefahr für das Tor des CFC. 0-0 zur Pause, Felix Brückmann. Er hatte die Riesenchance direkt nach 5 Minuten zum 1-0 für den CFC. So steht zweimal die 0 auf der Anzeigetafel. Die Gastgeber übernehmen das Kommando im zweiten Durchgang. Die Kombination über die rechte Seite mit Stanley Keller, der da an den Ball kommt. Und in der Mitte Felix Brückmann. Der nächste Riese, den er vergibt. Hätte hier schon im Alleingang für die Entscheidung sorgen können. Stattdessen nur wenige Sekunden später Rathenow auf der Gegenseite. Auch mit einer guten Chance. Wieder Emir Sejdovic, der den Ball hier am Pfosten vorbeilöffelt, trifft ihn nicht richtig. Deshalb bleibt es beim 0-0. Gegenseite Christian Bickel beim Freistoß. Und in der Mitte springen sie alle vorbei. Allen voran Kapitän Tobias Müller, der hätte hier das Ding einnicken können. So bleibt es beim 0-0. Wieder Rathenow mit einem langen Freistoß. Chemnitz bekommt den Ball nicht vom eigenen Strafraum weg. Nikola Köhler geht dazwischen. Aber legt den Ball vorbei. Durchatmen beim CFC, denn Rathenow spielt hier mutig mit, hat hier gute Chancen, um hier möglicherweise das eigene goldene Tor zu erzielen. 4 Minuten noch zu spielen. Chemnitz mit Kassiel. Und der Ball in der Mitte dann bei Robert Zickert. Aus bester Position knallt er den Ball drüber. Es ist so langsam das Spiel der vergebenen Großchancen. Nach Felix Brückmann jetzt auch Robert Zickert mit dem Riesen. Die Stimmung im CFC-Block immer noch gut. Vielleicht klappt es ja noch mit dem einen goldenen Tor und dem Heimsieg. Und die Himmelblauen arbeiten dran. Der eingewechselte Kilian Paljuka schickt den eingewechselten Freiberger. Und dann Felix Brückmann. Da ist es doch. Das 1-0 für den Chemnitzer FC. 86. Spielminute, 12. Saisontreffer für Felix Brückmann. Freiberger vorher schon fast mit dem Tor. Und dann macht's der Knipser, Felix Brückmann. Aber es war ja noch nicht Schluss. Rathenow nochmal in der Nachspielzeit. Chemnitz kann die Ecke erstmal klären, Gildenberg fängt den Ball ab, dann kommt er nochmal hoch rein in den Strafraum und plötzlich Glodi Zingu. Der Ausgleich in der 91. Minute. Optik Rathenow doch nochmal zurückgekommen. Durch Glodi Zingus dritten Saisontreffer. Bei Abpfiff dann der Jubel riesengroß auf der Bank von Optik Rathenow bei Trainer Ingo Kalisch. Ein Remis und zwei unterschiedliche Gefühlswelten. Naja, im Augenblick muss ich jetzt mal ein bisschen runterkommen und sortieren mich und dann ist alles okay. Aber Sie nehmen den Punktelich gerne mit, der hilft Ihnen durchaus weiter im Tabellenkeller, oder? Der hilft uns nur weiter, wenn wir noch mindestens 2-3 Spiele gewinnen. Klar, aber am Ende alles, was ich sage, ist, es ist halt ein 1-1 gegen Rathenow. Ob ich jetzt sage, wir haben viele Chancen gehabt, nützt nichts.
Unser Anspruch muss es sein, solche Spiele zu gewinnen, den Ball mit aller Macht reinzudrücken. Eigentlich haben wir das dann gemacht, steht 1-0. Und dann, ob das dann jetzt abseits ist oder nicht, ist müßig. Also es sah fast so aus, aber Enttäuschung ist auf jeden Fall groß. Ja, ich sage mal, es ist Fußball. Rathenow steht vor allem in der zweiten Halbzeit, der ersten Halbzeit auch, stehen nur hinten drin. Wir machen die ganze Zeit das Spiel, wir machen das 1-0, nachdem wir da viele Chancen hatten. Ja, und dann kommen die, weil die ja nichts mehr zu verlieren haben und wir kriegen es dann nicht hin, den Ball da mal zu klären. Kriegen wir so ein Dödeltor. Ja, weiß nicht, scheiße ist es. Chemnitz bringt sich durch die miserable Chancenverwertung selbst um einen Dreier. So bleibt nur ein Punkt gegen Optik Rathenow.